Willkommen zu einem neuen Video von Lakim LOL. Ich habe euch ja eigentlich versprochen, dass wir dass wir BR103 fahren, aber das größte Problem ist, oder die Abstimmung läuft noch bis morgen, das größte Problem ist, ich bekomme das Geld nicht überwiesen am 1., weil ja Feiertag ist. Das heißt, ich kann das Add-on auch nicht kaufen und deshalb, sorry, die Umfrage geht noch einen Tag, aber ich bitte euch, macht diese Umfrage. Bisher sind es 2 Stimmen. Oder 3. 2 Stimmen war, glaube ich, letztes Mal, als ich nachgeschaut habe. Also 50-50. Macht bitte diese Umfrage. Einen Tag habt ihr noch Zeit. Dann werde ich es am Donnerstag kaufen. Ob ich dann am Donnerstag das Video mache, weiß ich nicht, weil ich da wieder Schule habe. Und deshalb ein kleines Video auf der Mein Splessertbahn mit der Baureihe 112. Guckt mal, das ist doch so wie die 103. Macht man 1 plus 2 ist 3. Das heißt, irgendwo muss ja frei sein. Das heißt, 103, also 103. Nein, 103. Logisch. So, wir müssen los. Schon seit einer halben Stunde. Halben Minute. So. Siefer mache ich noch an, aber mehr auch nicht. Mehr mache ich nicht an. So. Irgendwie mag ich die Baureihe 112. Doch, die 100, obwohl 143 ist halt ein bisschen älter und ein bisschen langsamer. So, wir fahren mal eine bisschen andere Strecke von, warte, ich kann es euch mal auf der Karte hier zeigen. Wir fahren nämlich von hier, von Germünden, hier rüber, bis hierhin. Also wir sind jetzt im Moment, nee, Quatsch, sind jetzt im Moment in, Karte hier wahrscheinlich und fahren dann bis nach Germünden. Jawohl. Mit dem RB59er. Ist wahrscheinlich viele schöne Bilder zu machen. Ja. Ich hätte auch mit euch die ganze Strecke machen können, mein Splessertbahn. Alles wäre zu lang gewesen. Wo das auch mal wieder cool sein würde. Mein Splessertbahn ist ja meiner Meinung nach einer der schönsten Strecken, die ich besitze. Wenn nicht die schönste. So, bei Transportfieber 2, jetzt komme ich mal zu Transportfieber 2, warum keine Videos mehr kommen. Weil mir, ich habe halt wie halt immer wieder hochgeladen, zugeschnitten hochgeladen. Und erst auf YouTube, als es schon online war, ist mir aufgefallen, dass es da so, so Probleme gab, dass es da so immer wieder sich aufgehangen hat. Es liegt an der Aufnahme-App. Ich weiß nicht wieso. Weil bei Transim World, ich hoffe es mal,
ich dieses Video jetzt aufnehme, wird es doch ganz vernünftig, also wird es doch vernünftig aufgenommen, oder? Also hoffe ich mal. Und ich weiß nicht, wieso es bei Transport Fieber 2 nicht so ist. Gott, hier, das ist echt nicht gesund. Guck mal, wie der Zug sich wackelt. Hier sieht man auch an den Anhängern, wenn man genau hinsieht. Oh, das mit dem Berg im Hintergrund sieht wirklich schick aus. Oder noch mehr drin. Hier sich in die Kurve legen. So, schönes Bild. Nur in 1,4 Kilometern, das heißt schon mal runterbremsen. Ja, da ist schon der Bahnhof. Ja, das heißt, ich muss hier. Gott, die Bremsen bei den alten Lokomotiven sind unglaublich. Vor allem wie Ewigkeiten das dauert. Jetzt kommen wir schon langsam in einen akzeptablen Bereich. So, ich roll jetzt nur noch. Oh, bin schon lange gar keine Main-Splessart-Bahn gefahren. Das hat irgendwie was Eigenes. Was nicht was Exotisches, aber was, sowas, was ganz Eigenes. Oh. Das war ein bisschen zu spät, würde ich mal sagen. Doch nicht. Dank Lokbremse. Lass ich mal auf 3. So, Leute. Eigentlich würde ich hier schon anhalten, weil hier halt schon die Tiefe hier ist. Cool wäre, wenn Dovetail Games oder Focus Home Interactive, die ja Dovetail Games, soweit ich weiß, auf was ja noch nicht feststeht, laut meinen Informationen nach, dass die den Editor, den ja den Karteneditor und den Editor für die Züge, dass man selbst Züge machen kann, veröffentlichen könnte. Dass auch Drittentwickler daran arbeiten können. Also eigentlich Zweitentwickler, weil bisher war ja nur Dovetail Games, der da was rausbringt. Und ja, im Creators Club diese ganzen Szenarien und Lackierungen. Oh, ich muss natürlich meine ganzen Bremsen lösen. Ist schon gelöst. Ich muss hier kurz einen Cut machen. So, weiter geht's. Jetzt ist hier meine Dingsaufnahme-App verschwunden. So, weiter geht's. Und Abfahrt. Und ich hoffe in die richtige Richtung. Jawohl. Guck mal, der bewegt sich schon freiwillig in die richtige Richtung. Wir müssen einfach nur Gas geben. Der kommt schnell auf Höchstgeschwindigkeit. Also man sieht die Ähnlichkeit der Baureihe 143. Also außer hier das da. Die Bremse ist ein bisschen magerer. Aber ich hoffe, diese ist stärker.
Aber die greift auch. Also die greift auch nicht sofort wie bei der 143, obwohl. Bei der. Ich weiß gerade nicht, ob die genauso schnell greift oder langsam greift. Bei der 143er dieser, wenn man von so nach so bremst. Wir müssen ja nur von so nach so. Von so nach so. Ja. So 9,2 Kilometer. Waren da nicht 9,1 Kilometer und jetzt sind es 2? 9,3? Ah ja, stimmt. Das wird ja, glaube ich, nach Luftlinie gemessen und nicht nach Strecke. Also das wäre toll, wenn man das irgendwie ändern könnte. Von Dovetail Games, ist ja noch Dovetail Games, dass die vielleicht nicht Luftlinie machen, sondern weil wir fahren hier wahrscheinlich durch einen kurvigen Bereich. Guck mal, wir sind hier gerade durch ein Luftlinie 8,8 Kilometer. Oh, jetzt können wir wieder Gas geben. Es ist schon ein bisschen neblig. Übrigens können wir das hier mal ausmachen. Schwach, Start, machen wir mal auf schwach. Ah ja, bei Nebel ist irgendwie das Problem, dass der Führerstand dann irgendwie komisch hell wird. Guckt mal. Wenn ich das hier ausmache, dann wird der Führerstand immer komisch hell und dann wieder irgendwann dunkel. Ich lasse mal trotzdem auch schwach. Ah, das ist für die LZB. Dieser Zug hat eine verbaute LZB, das ist doch schön. Was die 143 nicht hat. Übrigens gab es mal 112er, ich weiß nicht, ob es die immer noch gibt, die vorne so aussahen wie die 143. Also mit diesen vier Glubschaugen. Also richtig großen Scheinwerfern. Dann kam irgendwann das moderne Design. So, da wir ja ein Regio sind, fahren wir auch durch. Ja, sie fahren. Fahren wir auch durch Patenstein. Durch Patenstein. Aha. Das ist schon ein ganz witziger Name. Also Regionalexpress. Auf der Main-Splessert-Bahn-Szenarien machen macht richtig viel Spaß. Ich habe ja mal ein Szenario abgefahren von mir. Das hat leider nicht so gut ausgesehen. Ja, da sind wir dann immer einem Zug hinterher gefahren und hatten immer Rot. Das ist dann nicht so gut gelaufen. Und deshalb nie in Fahrtrichtung einen Zug machen, sondern immer in der Gegenrichtung. Und so, dass und am besten so, dass man kein Rot bekommt. So, wir müssen hier heftig abbremsen. Gott, es wird ganz schön neblig. Kann man hier irgendwie die Stärke der Lichter irgendwie
geht nur das? Als ob es nur eine Möglichkeit gibt, das Licht heller zu machen. Also ein bisschen leuchtet es, sieht man ja hier in den Schienen. Minimal leuchtet es. Aber nicht so gut. So, jetzt fahren wir wahrscheinlich wieder durch eine scharfe Kurve. Genau, wir sind bald da. Das Problem ist halt an den ganzen Kurven, es ist halt alles Luftlinie. Also man kann schwer einschätzen, dass wirklich in 5,5 Kilometern wirklich die Station kommt. So, dann würde ich gerne abbremsen. Da müsste dann bald der Bahnhof sein. Der Bahnhof Lohr Bahnhof. Der Bahnhof Lohr. Nein, 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 komm nicht komplett zum Stehen. Doch, nein. Lösen, lösen, lösen. So. Dann würde ich gerne in dieser Seite öffnen. Und hereinspaziert. Kommen sogar relativ pünktlich. Das freut mich sehr. So, das können wir ein bisschen lösen. Lohr Bahnhof. Das ist hier an der... Oh, das ist nicht gut. Das war irgendwie ganz komisch gerade. So. Und Abfahrt. Natürlich, es hängt davon ab, wie lange die Bremsen brauchen, bis sie gelöst sind. So, jetzt. Und unser letzter Halt ist Germünden in 10 Kilometern. Da wir ja hier wieder eine wilde Kurve haben, werden es wahrscheinlich, ich schätze mal, 13 Kilometer sein. Oh. Bei Trains from World hat mein PC schon zu tun. Klar, bei den neueren Karten ein bisschen mehr als bei den älteren. Obwohl schon, also meiner Meinung nach, BR112, also gut gelungen. Ja, auch das Dach. Dass die dort auch viel zu tun haben, bei den Steuerwagen auch. Aber ich habe ja auch nichts gegen die Steuerwagen oder gegen die Doppelstockwagen. Ich habe halt nur was gegen die, dass es die so oft gibt. Einmal mein Splatterband, einmal
Oh, wir können Gas geben. Einmal mein Splässertbahn. Einmal, Nahverkehr Dresden. Einmal, Hamburg-Lübeck. Einmal, was gibt es denn noch? Wo? Was für Strecken habe ich noch gekauft, die, Doppelstockwagen beinhalten? Ich glaube auch, München. München-Augsburg, da bin ich mir nicht sicher. Weil das Add-on habe ich relativ spät gekauft. Ich glaube, da stand nicht explizit, dass das Doppelstockwagen sind. Also die Doppelstockwagen wären... haben wir schon genug. Ah, aber es gibt doch noch so viele andere Doppelstockwagen. Wie wär's denn, dass man mal einen Twindex rausbringt? Ein Dovetail Game. Wär's mit einem Twindex, der man kann ihn vielleicht, keine Ahnung, irgendeine Strecke, wo ein Twindex fährt, dann kann man entweder die Variante, die von einer Lok gezogen wird, und eine Variante, wo der Twindex Triebwagen ist. So, wir müssen hier heftig abbremsen. Wo der Twindex Triebwagen ist. Das wäre ganz cool. Dass man dann so einen Twindex hat, weil das ist quasi die modernere Doppelstock-Variante. Und dann könnte man ja noch beim Twindex noch die IC-Variante rausbringen. Weil der Twindex ist ja auch, also meistens mit einer 146, weil mehr als 160 km/h können die ja gar nicht. Kann man dann mit 160 Stundenkilometer an durch eine Schnellfahrstrecke fahren. Super. Also ich finde es eigentlich gar nicht super, weil für mich müssen ehrlich gesagt Schnellfahrzüge 200 abkönnen. Wohl 160, weil ihr habt ja gesehen, wir sind hier auf der Main-Splessert-Bahn, glaube ich, kaum 160 gefahren, wenn nicht sogar gar nicht. Meistens sind wir dann 140 oder 120 gefahren. Wir sind hier gerade auf der Kurve. Also. Cool wäre. Also so ein Twindex. Der wäre ganz cool. Den gibt es auch schon im Train Simulator. Aber soweit ich weiß. Nur als. IC. Ne, IC2. Jetzt versucht man ja durch Lackierung den Dresdner IC, also den Dresdner Doppelstockwagen zu einem IC zu machen. Ist halt ein bisschen blöd, wenn man dann nach Fahrplan fährt, dass man da die ganze Zeit bei der S2 so eine IC-Wagen sieht. Das ist dann ein bisschen blöd, macht irgendwie ein bisschen das Spiel kaputt. Aber wenn man Szenarien macht, ist das ganz cool. Und das würde ich gerne noch von Dovetail Games behoben haben, dass die dann festlegen, welche Lackierung dort fährt, wenn es technisch möglich ist. Und ich hoffe mal, dass es technisch möglich ist. Oh, so, wo sind wir denn gerade? Naja, da stand ein Schild. Langenbrotzelten. Oder? Langenbrotzelten. Aha. So, wir sind auf der Zielgeraden. Oben drüber ist wahrscheinlich die Schnellfahrstrecke. Die Schnellfahrstrecke Kassel-Würzburg. Ja, ja, ja. Oder? Kommt uns das... komm her. Ja, natürlich kommen wir da nicht hoch. Kommt uns das irgendwie bekannt vor? Also irgendwie... ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber es könnte die Schnellfahrstrecke Kassel-Würzburg sein.
die Anhänger sich bewegen. So, jetzt mal schön ganz brav runterbremsen. Mal in 1, eigentlich sehr stark runterbremsen. Obwohl eigentlich nicht so stark. So eigentlich jetzt schon wieder lösen. Und reinrollen. So, noch eins runterbremsen. So, hallo Kollege, willkommen im Bahnhof Germünden. Ja, jawohl. Wenn ich mich hier verbremsen würde, was passieren wird? Was passieren wird? Aber Lokbremse hilft immer. So, dann, obwohl, so schlimm ist das gar nicht. So, dann würde ich sagen, wir sind hier in Germünden am Main angekommen. Und dann würde ich sagen, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Lasst noch die ganzen Fahrgäste einsteigen und dann sage ich auch tschüss. Fährt irgendwie gefühlt gar keiner los. Hier ist nicht einsteigen, RB89. Wir sind hier an einem ganz engen Bahnsteig. Der hat Abfahrt, wir haben Schließen. Wir haben Schließbefehl. Oh, das ist noch ein schönes Bild. Oh, gut, dass ich die noch bekommen habe. So, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert mich. Tschüss, Lekim LOL.